Ey, Freunde der Anarchie, willkommen zurück auf Lasergurkenland, dem gratis erreichbaren Anarchie Vanilla Server mit IP 149.202.187.134 oder alternativ sillyhuhn.com. Findet sich natürlich auch beides in der Beschreibung. Heute haben wir eine kurze Folge, nur ich alleine. Boi, und. Weil das war meine kleine AFK-Hütte. Hier ist so ein bisschen gechillt, die Stars. Willst du mich verarschen? What the shit fuck? Also wer die letzte Folge gesehen hat. Also wer die. Ach du Scheiße. Okay, also das hat wohl. Das hat ja wohl gar nicht funktioniert. Für die Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben, wir haben hier ein bisschen das Wasser ausgetrocknet. Zumindest haben wir das versucht. Und es ist einfach wieder nachgewachsen. Und ich war mir dessen nicht bewusst, dass das Wasser wieder nachwachsen kann. Die Frage ist, ob da nur. Also. Ja. Also ich weiß nicht ganz, wie Wasser funktioniert, aber. Puh. Ich werde jetzt hier einfach mal einen Rahmen bauen. Das kann es ja nicht sein, Leute. Eigentlich dachte ich, Wasser hält. Also wir hatten so eine Flying-Maschine hier. Und die hat so das ganze Wasser weggeschoben. Und ja, anscheinend ist es wieder nachgewachsen. Also, was ein Flop, Leute. Was ein Flop. Der größte Flop auf Lasergurkenland so far, würde ich mal sagen. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Ich bin absolut aus dem Konzept gerissen jetzt gerade. Wie ihr wisst, das passiert bei mir recht schnell. Ich sage, let's go. Wir schauen heute was über Koffein. Und zwar wieder von der media.ccc.de, also vom media.ccc.de Channel. 14.000 Aufrufe von 2019 mit dem Titel, was ihr schon immer nicht über Koffein wissen wolltet. Würde ich sagen, let's go. Ich habe natürlich hier nebenbei meinen Kaffee am Start, damit ich das besser genießen kann. Herrlicher Koffein. Wunderbar, würde ich sagen, let's go. Wer von den anwesenden Hackern hat denn heute schon Koffein konsumiert? Mal kurz halt hoch. Also ich nicht. Okay, das sind bis auf eine, ich weiß nicht, eine Handvoll, vielleicht zwei Handvoll, eigentlich alle. Wenig überraschend, ich glaube, Koffein ist für die Hacker irgendwie sowas wie das zweite Lebenselixier. Deswegen ist es mir eine ganz besondere Freude, heute Lea anzukündigen, die euch erzählen wird, was ihr schon immer über Koffein wissen wolltet oder vielleicht auch nicht. Deswegen bitte einen ganz herzlichen Applaus für Lea. Boah, können diese Fick-Phantoms mal hier irgendwie wegsterben, bitte? Bin ich alleine? Ich kann fast schlafen. Hallo, ne? Liebe Menschen. Danke, dass ihr hier seid und in diesem Zelt sitzt, statt euch an den See zu setzen. Ich darf euch heute was über Koffein erzählen. Ich selbst bin sehr schäbig interessiert und konsumiere relativ viel Koffein. Und deswegen dachte ich, das wäre bestimmt ein total tolles Thema, das viele von euch auch interessiert. Deswegen habe ich auch erstmal damit angefangen, mir meinen eigenen Koffeinkonsum während dieser Talk-Vorbereitung anzuschauen. Unten haben wir das Datum, an der Seite haben wir das Koffein in Milligramm, das ich konsumiert habe. Es kann sein, dass euch das an der Stelle noch nicht was sagt, aber dazu kommen wir noch, wenn wir über Mengen von Koffein reden. Gleichzeitig habe ich dabei auch ausgewertet, was ich überhaupt getrunken habe. Tomate, Caramel Macchiato, Mandelmilch, Kaffee, 10 Liter Koffein, Spezi, was etwa 2 Gramm Koffein entspricht. Und das beliebteste Getränk war Mio Mio Mate Ginger. Ich habe einen sehr vielfältigen Koffeinkonsum und deswegen schauen wir uns das jetzt alles genauer an. Und ich habe eine Floramate, die ich da nicht drin habe, aber jetzt genießen kann. Okay, also sie trinkt noch Kaffee, das finde ich, oder Koffein. Das Koffein ist hier dargestellt. Es ist ein kleines, süßes Molekül, nicht allzu schwer. Und
in seiner eigentlichen Form ziemlich unspannend. Ich habe überlegt, ob ich ein Bild reinmachen soll. Wie lange ist denn noch Nacht? Aus dem Puderzucker und ich glaube, wir alle haben ein Gefühl dafür, wie Puderzucker aussieht. Zum ersten Mal wurde Koffein aus Kaffeebohnen isoliert. Das ist ganz lustig. Das wurde nämlich auf Anregung von Goethe isoliert. Denn er wollte wissen, was dieses anregende Zeug in Kaffee ist. Also die Koffeinentwicklung und Koffeinbeschreibung hängen sehr eng mit Kaffee zusammen. Vielleicht habt ihr auch schon mal von Tein gehört. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als Koffein. Es wird nur gerne mal unterschieden aufgrund der verschiedenen Substanzen, in denen es enthalten ist. Aber im Grunde genommen ist es dasselbe und es hat einen ganz lustig langen, schäbigen Namen, nämlich 1,3-Trimethyl-3,7-Dihydro-1-Tartrin-2,6-Dion. Ich kann diesen Namen nicht auswendig, ich nenne es Koffein. Es ist die weltweit am häufigsten konsumierte pharmakologisch aktive Substanz. Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass es irgendwie mit unserem Stoffwechsel interagiert. In Arzneimitteln würde man dafür den... Warte mal, irgendwie mit unserem Stoffwechsel interagieren tut doch jedes Essen, oder? Oder nicht? Oder verändert es, wie unser Stoffwechsel arbeitet? Und Essen verarbeitet nur Stoffwechsel oder so. Ich habe ja keine Ahnung von der Welt, Leute. Wirkstoff verwenden. Also die am häufigsten bekannte Wirkung des Koffeins ist, dass sie uns wach macht. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen wir das alle konsumieren. Weil es aber auch eine Wirkung hat, gibt es auch eine letale Dosis von 10 Gramm. Vermutlich hört sich das nach nicht viel an, aber so im täglichen Konsum ist es schon sehr viel, um quasi nicht zu erreichen. Wie ich schon Letal. sagte, gehen wir ein bisschen auf die Wirkung von Koffein ein. Wir alle trinken Koffein, weil wir ganz, ganz viel Kraft möchten und wach sein möchten und dementsprechend fröhlich in den Tag starten. Die Hauptwirkung daran liegt, dass es an der Andockstelle für den Neurotransmitter Adenosin bindet. Darauf gehen wir gleich noch ein. Aber die Hauptwirkungen sind Steigerung von Blutdruck und Puls, eine einfachere Atmung. Im Sport kann es sogar als Dopingmittel verwendet werden. Allerdings sind die Konzentrationen davon so hoch, dass der Morgenkaffee im Sport nicht wirklich was ausmacht. Ja, reden wir ein bisschen über die Rezeptoren. Wir alle haben in unserem Körper oder eher gesagt in unserem Nervensystem so coole Dinge namens Synapsen. Über diese Synapsen reguliert unser Körper so ein bisschen, was er zu welcher Zeit braucht und wie er zu welcher Zeit sein soll. Koffein dockt da an der Stelle an der Adenosin andockt. Adenosin haben wir im Körper und im Grunde genommen ist es ein Ausfallprodukt von ATP. ATP ist Adenosintriphosphat Oh, da und kommt die das Schule ist wieder hoch, quasi die Leute. Energiewährung unserer Zellen. Wenn wir also Energie verbrauchen mit was auch immer, mit hier steht euch was über Koffein erzählen, dann wird gerade in meinem Körper ATP unter anderem zu Adenosin gespalten. Das führt dann dazu, dass ich, wenn ich ganz viel Adenosin habe, irgendwann müde werde und so aussehe wie diese Katze. Das Adenosin sorgt dafür, dass unser Körper kein Noradrenalin mehr ausschüttet und auch kein Dopamin. Das unterbindet die Ausschüttung und dadurch werden wir dann im Grunde genommen müde, unser Puls und Blutdruck sinken. Es passiert quasi das, was im Gegensatz zu Koffein passieren sollte. Und dieses Koffein setzt sich quasi an genau diesen Neurotransmitter. Macht im Gegensatz zum Adenosin aber quasi nichts. Das sorgt dafür, dass all diese Begleiterscheinungen, die vom Müdewerden mit dazukommen, eben nicht auftreten. Wir werden wach, wir werden fit, wir werden aktiv, was eigentlich so ein bisschen die Idee hinter dem Koffein ist. Das kommt dann auch noch ein bisschen darauf an, wie genau Koffein funktioniert, je nachdem, wie unser Körper so funktioniert. Bei älteren Menschen ist die Wirkung von Koffein tendenziell stärker. Das liegt daran, dass das Koffein im Blut an die Proteine dort gebunden wird und ältere Menschen haben weniger Proteine. Bei rauchenden Menschen erfolgt eine schnellere Ausscheidung. Das liegt daran, dass Stoffe im Zigarettenrauch, das waren glaube ich Kohlenwasserstoffe, dafür sorgen, dass die Enzyme, die dieses Koffein abbauen, Ich überlege gerade, kann man Cobblestone so erstellen mit irgendwelchen
Lava Flying Machines, dass ich hier so Linien ziehen könnte und dann da meinen Sand dran packe. Ja, keine Ahnung, weil, also ich, mein Plan ist jetzt, die hier so Wände aufzuziehen, weil die braucht es wohl, um das Ganze hier offen zu halten. Ich habe Angst, dass wenn man die Wände einreißt, dass es wieder zusammenfließt, aber eigentlich sollte das ja nicht der Fall sein. Vielleicht sind diese. Das kann natürlich sein, diese. Wie heißen diese Dinger? Dieser grüne, der Kelb. Ne? Ich habe kein Kabel, das ist nicht Es kann sein, dass der Kelb hier Faxen macht und. Und da das Wasser wieder nachwächst oder so, da gibt es doch auch irgend so eine Wasserauffüllungstechnik mit Kelp, aber es ist nur geraten. Also ich hoffe mal, gerade wenn man das aus Sand macht, lässt sich das ja schnell wieder griefen, unten mit Fackeln und so. Ich hoffe, man kann den Ozean nicht wieder zumachen, weil es wäre schon schön hier einen, ja, keine Ahnung, an dem Highway einfach ja, ein bisschen wegzugraben, so von der Oberfläche und auch dieses ganze nervige Wasser wegzumachen. Das ist so mein Traum. Traum, Alter. Jo, da fährt einfach so eine Maschine rum. Ehre. Geil. Ja, aber die ist auch komplett lost. Also. Aber ist gut. Die werde ich später nochmal brauchen. Vielleicht hat auch die Maschine das selber kaputt gemacht. Und das ist nicht von alleine zusammengeflossen, sondern. Nee, es macht ja keinen Sinn, oder? Ah ja, hier sieht man, da schließt sich das wieder. Ja, Leute, da müssen wir was machen. Okay, da würde ich sagen, geht's mal weiter mit dem Video mit bei 6 In Minuten einer höheren 45 Sekunden. Konzentration da und quasi schneller arbeiten. Im Grunde genommen funktioniert es bei Personen, die die Antibabypille nehmen oder schwanger sind, genau andersrum. Bei denen arbeitet genau dieses Enzym, das Koffein abbaut, langsamer. Interessant ist auch die Wirkung auf Personen mit ADHS. Den Tipp habe ich aufgrund des Internets bekommen. Dort Was wurde im nämlich Internet steht, stimmt. herangetragen, dass Personen mit ADHS eine paradoxe Wirkung auf Koffein haben können. Dazu habe ich tatsächlich auch was gefunden. Es ist nämlich so, dass ADHS im Grunde genommen auch auf Problemen mit den Neurotransmittern Dopamin beruht. Und wenn wir jetzt etwas haben, was dafür sorgt, dass Dopamin weiter und in größeren Konzentrationen ausgeschüttet wird, dann kann es sein, dass dadurch genau die richtige Konzentration an Dopamin, Entschuldigung, vorhanden ist. Dazu gibt es auch ein paar wissenschaftliche Studien, die haben dazu so einen leicht positiven Effekt. Also das kann schon durchaus sein und basiert auch auf medizinischer Evidenz. Gleichzeitig können wir zu viel Koffein konsumieren, dann kommt es zu Nebenwirkungen. Ich weiß noch, ich merke das mittlerweile auch, wenn ich abends einen Mate trinke, dass ich nicht so gut schlafen kann, auch wenn ich immer noch nicht zu viel Koffein konsumiere. Wir können nervös werden, wir können Schweißausbrüche bekommen. Wir können im Grunde genommen alles bekommen, was passiert, wenn wir irgendwie zu wach sind. Wir werden hibbelig, wir bekommen Herzrasen, wir bekommen Schweißausbrüche. Unser Körper hat quasi das Gefühl, wir haben zu viel Energie. Diese Energie muss irgendwo hin. Das kann auch dazu führen, dass wir sogar Angstzustände bekommen, aber die krasseste Nebenwirkung, die langfristig ist, ist eigentlich eine Entwicklung einer Toleranz. Also wenn ich lange Zeit sehr viel Mate trinke, dann wird mein Körper entsprechend darauf reagieren, wenn ich irgendwann keine Mate mehr trinke. Aber reden wir vorher noch ein bisschen darüber, was die Mengen und Massen von Koffein angeht. Ich sage die ganze Zeit schon, viel Mate, wenig Mate, viel Koffein, wenig Koffein. Tatsächlich gibt es vom Bundesinstitut für Risikobewertung diverse Werte zu Koffein. Und zwar wird für Erwachsene vorgeschlagen, in einer Einzeldosis nicht mehr als 200 Milligramm Koffein zu sich zu nehmen. In Club Mate umgerechnet sind das 2 Club Mate. Insgesamt über den Tag verteilt sollten es nicht mehr als 400 Milligramm werden. Aber im Grunde genommen beruht es darauf, höchstens 5,7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Für Ich Minderjährige brauche mal ist einen es noch Bogen. mal ein bisschen weniger, weil Koffein auf das zentrale Nervensystem wirkt.
Deswegen sind da 3 Milligramm auf einem Kilo, pro Kilogramm Körpergewicht die Maximalgrenze über den Tag verteilt. Das ist ganz lustig für Kinder, die etwa 33 Kilo schwer sind, ist da schon durchaus eine Mate über den Tag verteilt drin. Gleichzeitig ist es bei schwangeren Personen auch so, dass sie die Hälfte der Dosis im Vergleich zu sonstigen Erwachsenen zu sich nehmen sollten. Also höchstens, damit das Kind in dem Fall nicht irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen hat. Im Grunde genommen sind es 200 Milligramm pro Tag, was ich ehrlich gesagt erstaunlich viel finde, wenn ich sehe, wie sich gerne über schwangere Personen, die Koffein zu sich führen, aufgeregt wird. Aber im Grunde genommen ist es natürlich die Entscheidung der schwangeren Person. Oh, fuck. Jedenfalls habe ich schon mal eben kurz angesprochen, Koffein langfristig sorgt dafür, dass sich in unserem Hirn neue Synapsen bilden, eben für dieses Adenosin. Unser Körper ist mehr oder weniger ein empfindliches Gleichgewicht und total komplex, sodass der irgendwann merkt, irgendwie wird das ganze Adenosin nicht abgebaut. Dementsprechend bilden sich dann neue Synapsen. Das heißt, wenn wir gleich wach bleiben müssen, müssen wir mehr Koffein trinken oder warten, bis das Adenosin sich abgebaut hat. Also kein Koffein mehr trinken und schlafen, viel schlafen. Im Grunde genommen bedeutet es, wenn wir langfristig viel Koffein konsumieren, werden wir irgendwann ohne dieses Koffein müde werden. Also mehr müde, als wir sowieso schon werden. Tatsächlich ist es auch so, dass viele Menschen, unter anderem auch ich, denken, dass Koffein am Morgen absolut toll ist. Wer von euch hat in der ersten Stunde nach dem Aufstehen heute Koffein getrunken? Das dachte ich mir. Leider werden wir nicht schläfrig und dann super fit wie diese Katze. Es ist nämlich so, dass wir in unserem Körper ein weiteres Hormon haben mit Namen Cortisol. Cortisol hat morgens, wenn wir aufstehen, innerhalb der ersten Stunde, nachdem wir aufwachen, quasi seinen Peak. Das heißt, wir sind dann sowieso schon fit und wach. Da können wir leider nicht einen draufsetzen, das wäre super toll. Aber wenn wir das langfristig machen, dann denkt unser Körper, da wird ja Koffein zugeführt. Da brauche ich ja nicht noch Cortisol zu produzieren. Und das führt dann dazu, dass wir morgens eine Toleranz entwickeln gegenüber Koffein, die sowieso schon stärker ist als die eigentliche Toleranz. Was dann dazu führt, dass unser Körper von uns erwartet, dass wir morgens Koffein trinken, um überhaupt wach zu werden. Das Molekül hier ist übrigens das Cortisol, das uns da gerne mal trollt. Deswegen ist Koffein bis nach einer Stunde nach dem Aufstehen nicht die beste Idee. Hier habe ich auch noch zwischen 8 und 10 Uhr mit drin stehen. Dabei wird eben von einem Aufstehen von um 8 Uhr ausgegangen. Ich frage mal kurz aus Interesse, wer heute um 8 oder davor aufgestanden ist. Doch, noch einige. Ja gut, ist ja auch ein spezielles Event. Das ist ja keine Repräsentative des Alltags, oder? Jedenfalls haben wir noch zwischen 12 und 13 Uhr einen Koffein-Peak und zwischen Cortisol-Peak, Entschuldigung, den Koffein-Peak können wir dann auch haben, aber es ist nicht die beste Idee. Wir haben auch noch einen zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr, das heißt, wenn ihr Mate dabei habt, trinkt sie jetzt. Darauf erstmal in Mate. Also, angenommen, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir kein Koffein mehr zu uns nehmen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Dann stehen wir vielleicht traurig vom Matekasten, doch in der Versuchung, uns noch eine Flasche zu holen. Aber wenn wir das nicht tun, dann haben wir einen kleinen Koffeinentzug. Der dauert normalerweise 12 Stunden, also das Minimum, das er dauern kann, sind 12 Stunden, das Maximum sind 9 Tage. In der Regel sind es so 2 Tage. Dann werden wir begleitet von Kopfschmerzen, natürlich auch Erschöpfung, Energieverlust, wir wollen schlafen, wir sind nicht so gut drauf, wir sind vielleicht auch ein bisschen moody. Lustigerweise haben wir auch größeren Hunger. Das liegt ein bisschen daran, dass Koffein uns aufpeppt, was dann eben wieder sinkt. Es kann auch zu Schlafproblemen kommen, erstaunlicherweise. Ich habe da eine total lustige Studie aus dem Jahr 2004 gefunden, in dem beschrieben wird, was alles passiert, wenn wir aufhören, Koffein zu trinken. Unter anderem war da dieser Hinweis auf Albträume drin.
Okay. Es gibt auch so eine lustige Website in diesem Internet. Da können wir unsere Dosis überprüfen. Das finde ich richtig spannend, weil das ist vom Bundeszentrum für Ernährung und damit eine dieser Dinge, die der Bund tut Boah, das und habe ich hier richtig versucht, gut uns zu gemacht. erzählen, was gesund und was Perfekt. nicht ist und was nicht. Also habe ich mich mal durch diese Seite geklickt. Da ist es möglich auszuwählen, Jo, wie jetzt ist schon viel wieder Nacht, Koffein blöd. getrunken wurde. Es ist möglich, das Alter auszuwählen. Es ist möglich, das Körpergewicht auszuwählen, der Zeitraum, in dem es getrunken wurde. Das ist dann auf einmal oder über den Tag verteilt. Und im Grunde genommen können wir da einige Getränke auswählen. Zum Beispiel schwarzen Tee, grünen Tee, Kaffee, Espresso, Schokolade zum Essen. Und irgendwie habe ich mich da so ein bisschen durchgeklickt und habe mich gefragt, okay, wie genau funktioniert das? Welche Berechnungen laufen da im Hintergrund? Gerade nachdem ich auch verschiedenste Ergebnisse bekommen habe. Also habe ich mir den Quelltext angeschaut und habe JavaScript gefunden. Es Wieso ist kein natürlich Coffee-Script? spannend, weil der Code ist in sich selbst inkonsistent. Gerade was diese Mengenangaben in Bezug auf Koffein angeht, gibt es ab und zu die Konzentrationangabe pro 100 Milliliter pro 100 Entschuldigung, Milligramm pro 100 Milliliter. Jetzt habe ich es richtig rum. Und ab und zu gab es die Angaben pro Tasse, wobei ich solche Pro-Tassen-Angaben irgendwie immer sehr, sehr komisch finde, denn da geht es. Eine Tasse ist keine SI-Einheit, also ist es keine fest definierte Größe. Es wird darauf geachtet, ob eine Person über 18 Jahre alt ist aufgrund des Ergebnisses. Deswegen gibt es da verschiedene Berechnungen. Im Grunde Ist es genommen nicht eher basiert das Gewicht als alles auf Alter? diesen Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung. Tut mir leid, dass ich hier nicht auf Code-Formatierung geachtet habe. Wenn es euch besonders interessiert, könnt ihr euch das auch gerne mal selbst anschauen. Ist nicht so schön. Jedenfalls haben wir auch eine Randomisierung der Antworten mit drin. Also wenn ich zu viel Koffein oder wenn ich gerade an der Grenze bin, kann ich ihn vor sich bekommen, grenzwertig und was weiß ich nicht alles. Also, das ist schon ganz lustig. Math.random. Stark. Starke Seite. Aber nachdem diese Seite auch schon davon spricht, dass es zu viel Koffein sein kann, reden wir vielleicht auch mal ein bisschen über die tödliche Menge an Koffein. Das ist Tödlich. weit Jesus. weg von diesen eben genannten 400 Milligramm für Erwachsene. Denn es sind 10 ganze Gramm. Die Frage ist jetzt, wo stecken überhaupt 10 Gramm Koffein drin? Also wenn ich jetzt meine Flora-Mate nehme, dann sind 180 Milligramm auf dem Liter drin. Also das wäre einiges an Flora-Mate. Deswegen bin ich in unseren Hackspace gegangen und bin ins Mate-Lager gegangen und habe mir den Mate-Kühlschrank angeschaut. Also im Getränkelager haben wir noch andere Dinge, zum Beispiel Bier. Ich komme aus Regensburg, das ist Bayern, das ist der Grundnahrungsmittel. Aber ist da auch Koffein Und drin? wir Man weiß es haben auch nicht. noch Lafaggio da. Das ist leckeres Zeug ohne Koffein. Jedenfalls habe ich dann angefangen zu schauen, okay, was haben wir da und habe das zusammengerechnet. Im Lager komme ich auf 137 Liter Mate. Darauf habe ich dann geschaut, wie viel Koffein in den einzelnen Sorten drin ist und habe das fröhlich aufaddiert. Und wir kommen auf 27,65 Gramm Koffein. Dann haben wir aber noch diesen schönen Kühlschrank gehabt. Da sind insgesamt 28 Liter Mate drin. Und 5,78 Gramm Koffein. Insgesamt kommen wir damit auf 185 Liter und 33,43 Gramm Koffein. Und mit der tödlichen Dosis von 10 Gramm pro Person wären das 55 Liter Mate auf einmal. Ja, Das ist ein stirbst du ja bisschen an viel zu Überflüssigung zuerst, trinken. oder? Der Körper sagt da schon aus ganz anderen Dingen nein und nicht nur wegen des Koffeins. Also versehentlich eine Koffeinüberdosis zu bekommen, ist unglaublich schwierig. Dann stellen wir uns aber natürlich auch noch die Frage, hey, wo gibt es überall eigentlich Koffein? Ich kann zwar Mate trinken und ich kann Kaffee trinken, aber gibt es noch weitere Lebensmittel mit Koffein? Und ja, die gibt es. Ich bin hier durch meine Wohnung gerannt und habe mal geschaut, was ich überhaupt so finde. Ich habe da zum Beispiel auch sowas wie Schokolade gefunden, was man vielleicht So. nicht direkt erwartet. Ich habe hier auch mal so eine kleine Tabelle, was vielleicht so übliche Lebensmittel sind, in denen Koffein drin sein könnte und Koffein drin ist. Am spannendsten finde ich eigentlich den Bereich Schokolade, wofür ich aber dann doch Ja, sehr viel aber Mate trinken kann. Also Kakaobohnen, Kaffeebohnen, dies, das. also ich trinke lieber eine Flora-Mate als
5 Tafeln Milchschokolade zu essen. Auch wenn das cool wäre. Ja, Kaffee ist nochmal so ein kleiner Sonderfall. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie stark der Kaffee gemacht ist. Letztes Jahr auf der GPN war ich mit anderen Menschen am Kaffee machen und wir hatten eine Kaffeemaschine und haben diesen Kaffeefilter bis oben hingefüllt, dass die Kaffeemaschine gerade noch zuging. Das hatte dann vermutlich ein bisschen mehr Koffein. Anderer Kaffee kann ein bisschen weniger haben, wenn man ihn mit weniger Koffein zubereitet, wenn man ihn mit weniger Kaffeepulver zubereitet. Aber gesetzlich gesehen gibt es da auch Grenzen. Für 15 Milligramm auf 100 Milliliter gibt es diese wunderschöne Angabe. Da steht, wo steht das denn hier? Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Das ist eine gesetzliche Angabe, die muss ab dieser Konzentration drauf und die genaue Konzentration muss dann auch gekennzeichnet werden. Das machen manche auch schon unter diesen 15 Milligramm pro 100 Milliliter. Aber das ist nicht der Standard. Also Cola hat zum Beispiel normalerweise auch diese 10 Milligramm auf 100 Milliliter und da muss es nicht draufstehen. Gleichzeitig gibt es für Erfrischungsgetränke noch eine Grenze, denn Kaffee kann deutlich darüber sein. Die liegt bei 32 Milligramm auf 100 Milliliter, was etwa der Wert ist, den Energy Drinks in den allermeisten Fällen haben. Es gibt aber noch spezielle Koffeinprodukte, also nicht Lebensmittel, die von sich aus irgendwie Koffein enthalten, wie Tee oder Kaffee. Es gibt auch Produkte, die haben noch extra zugesetztes Koffein. Das kann zum Beispiel sowas sein wie Coavach. Es gibt aber noch mehr, wie zum Beispiel Kekse oder Gummibärchen. Es gibt spezielle Koffeinschokolade, in der mehr Koffein drin ist als in normaler Schokolade. Es gibt Koffeinriegel, es gibt Kaugummi und es gibt Koffeintabletten. Pflaster, beste. Bin ja gerade noch so ein bisschen dabei, Chemie zu studieren. Einer unserer Leitsprüche ist Koffeintabletten und Rotwein. Aber natürlich kann man auch mit Koffein und insbesondere Kaffee ein bisschen übertreiben. Damit ist es zwar nicht so einfach, an eine tödliche Dosis ranzukommen, aber es kann doch schon sehr viel Koffein sein. Der Durchschnittskaffee hat ich würde mal sagen, höchstens 80 Milligramm auf 100 Milliliter, wenn er stark gemacht wird. Es gibt aber auch Kaffeebohnen, die sind von sich aus schon deutlich stärker als die ganz normalen Standard-Kaffeebohnen. Die schaffen es durchaus, auf die 85 Milligramm auf 100 Milliliter zu kommen. Das ist jetzt zwar nicht so viel, aber wenn ich dann schon so Richtung Black Insomnia-Kaffee gehe, mit 311 Milligramm, pro 100 Milliliter, dann ist das schon richtig viel. Das ist der krasseste Kaffee, den ich gefunden habe. Und da war es so ein bisschen verwirrend herauszufinden. Viele dieser Anbieter schreiben gerne, so und so viel Milligramm Koffein pro Tasse. Pro Tasse ist, wie gesagt, nicht die beste Einheit dafür. Es gibt Tassen zwischen 20 Milliliter und 500 Milliliter und was weiß ich noch nicht alles. Deswegen kann das sehr, sehr viel bedeuten. Und jo, was da können also die auch schwimmen? Das ist das Allernervigste. Das ursprünglich auf 177 Milliliter bezieht, kommt aus den USA, mögen keine SE-Einheiten. Ja, Zombies. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Koffein gegen Haarausfall? Die Idee ist quasi, hey, wenn Koffein meinem Körper helfen kann, kann das vielleicht auch meinen Haaren helfen. Und man könnte fast sagen, was die Haare zum Körper können, oder? Oder besser wachsen. Oder wird es dadurch irgendwie stärker? Gibt es da irgendeine coole Wirkung? Und dazu gibt es auch tatsächlich Studien, die einen positiven Effekt im Labor haben. Das Ding ist allerdings, das gilt für eine bestimmte Form von erblich bedingten Haarausfall. Und dafür wurde ein Modell einer Haarwurzel nachgebaut von Menschen mit diesem erblich bedingten Haarausfall. Und diese Haarwurzel wurde teilweise bis zu 5 Tage lang in eine Mischung aus Testosteron und Koffein und weiteren Substanzen eingelegt. Und ich glaube, die meisten von uns waschen sich ihre Haare nicht 5 Tage lang. In Großbritannien gibt es sogar ein Verbot für Hersteller von diesem Haarshampoo, dass sie nicht damit werben dürfen, dass es dadurch weniger Haarausfall passiert. Also es gibt bisher auch noch keine Evidenz für den direkten Einsatz beim Duschen, der nicht 120 Stunden dauert.
Gleichzeitig habe ich mir eigentlich auch gefragt, hey, wie viel Koffein konsumieren wir eigentlich so weltweit? Und da ist mir aufgefallen, unglaublich viel davon bezieht sich auf Kaffee. Also bin ich jetzt einfach mal auf den Kaffee runtergegangen, habe mir das angeschaut und habe herausgefunden, in Finnland wird sehr viel Kaffee konsumiert. Gerade sowieso diese skandinavischen Länder sind da sehr gut dabei. Deutschland ist irgendwie so ein bisschen im Mittelfeld. Ach ja, und das ist die Prognose, wie sie für das Jahr 2007 war. 2017. Sorry. Das muss also in Skandinavien irgendeinen Grund haben, warum das so toll ist. In Finnland und Schweden gibt es Fika. Das ist so eine Art von Kaffeepause, also es ist auch, es ist nicht nur eine Kaffeepause im Sinne von, ich setze mich gerade so hin, hole mir einen Kaffee. Das ist tatsächlich so ein bisschen Socializing. Also wir socializen jetzt während eines Kaffees. Fika. Und das ist einer der vielen Gründe, aus denen es gerade im Norden so einen hohen Kaffeekonsum hat. In Island ist es das Fika ist immer ganz gut zum Socializen. Sorry, da ist mir wieder mein 12-Jähriger rausgehangen. Statistiken gefunden habe. Und Kaffee ist auch darüber hinaus nicht nur auf diesem Planeten bekannt, sondern auch auf der USS Voyager, deren Captain gerne mal in diverse Nebel fliegt, um dort Kaffee zu finden. Gleichzeitig bin ich dann irgendwann auf die Frage gekommen, Kaffee schon okay, aber ich bin nicht selbst so Kaffeetrinkerin. Ich trinke deutlich lieber Mate. Und da habe ich mich gefragt, wie sieht es eigentlich mit Mate weltweit aus? Der Mate-Strauch selbst kommt aus Südamerika. Der Eissee hat allerdings seinen Ursprung hier in Deutschland. Das gab es da unter so geilen Namen wie Sektbronte. Das Rezept für diese ursprüngliche Sektbronte hat die Brauerei Loscher aktuell. Das ist ganz lustig da. Also bei der ICMP gab es beim letzten Mal auch eine Besichtigung der Mate-Brauerei. Das war sehr schön, der Mate auch mal so bei der Herstellung so zu sehen. Kann ich nur empfehlen. Werbung, Werbung. Die Brauerei Leuche gibt jedenfalls auf ihrer Webseite an, aktuell zu 57 Händlerinnen und Händlern weltweit zu liefern. Also da sind auch so Länder dabei wie Madagaskar oder China. Die Mate ist also weltweit vielleicht so ein bisschen auf dem Vormarsch, wobei das dann eher noch auf die Club-Mate zutrifft. Stellt sich allerdings die Frage, ich rede gerade sehr viel über Mengen von Koffein. Wie können wir das überhaupt messen? Also es wäre total cool, wenn wir irgendeine Flüssigkeit haben, da was anderes reingeben und dann finden wir direkt heraus, wie viel Koffein ist da drin. Oder ist da überhaupt Koffein drin? Und vielleicht ist es sogar möglich, anhand der Stärke zu erkennen, wie viel Koffein da überhaupt drin ist. Also je krasser die Farbe, desto mehr Koffein. Das wäre ein total toller Test, aber leider ist es nicht ganz so einfach. Es gibt eine Probe, die Murexid-Probe, mit der ist es möglich, unter anderem Koffein nachzuweisen. Das Doofe ist, damit werden auch ganz andere Dinge nachgewiesen, die in diese Stoffgruppe fallen. Da wird zum Beispiel sowas wie Harnsäure nachgewiesen und der Test kommt auch ursprünglich aus dem Bereich der Harnsäure. Also wenn Urin untersucht wird, dann kann man damit nachweisen, wie viel das Harnsäure darin enthalten ist. Das ist eigentlich schon cool, aber leider ist es halt auch kein so einfacher Test, den wir einfach so zu Hause machen können. Und dafür brauchen wir Wasserstoffperoxid und Salzsäure und müssen das eindampfen und dann Ammoniak kippen. Und dann wird es hoffentlich lila, wenn dort Koffein enthalten ist. Gleichzeitig habe ich bei diesem Versuch nicht wirklich was zur Nachweisgrenze gefunden. Also es kann gut sein, dass dieser Test vielleicht gar nicht das detektieren kann. Das wird zwar eine einfache Lösung, aber wie finden die ganzen Hersteller denn jetzt heraus, wie viel Koffein überhaupt in ihren Produkten ist? Das ist ja durchaus gesetzlich relevant. Die gute Antwort ist, es gibt eine Möglichkeit, die schlechte ist es leider nicht so einfach. Es gibt da so einen coolen Versuchsaufbau, der nennt sich Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, kurz genannt HPLC. Im Grunde genommen ist es ein Gerät, das für Menschen mit Chemiehintergrund sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Es ist im Grunde genommen eine Apparatur, ich gebe Proben rein. Diese Apparatur sagt mir dann, ha, da sind das drin. Vereinfacht gesagt, also ich möchte an der Stelle auch nicht den ganzen Aufbau von dem Ding erklären, ich möchte nur grob das Prinzip erläutern. Tut mir übrigens leid, dass ich kein Bild gefunden habe mit einem aktuelleren Betriebssystem.
Ich stand auch schon an der Uni vor so einem Gerät und ich habe irgendwie verdrängt, was da für ein Betriebssystem gelaufen ist. Also diese Geräte sind sehr teuer und da wird eher das Betriebssystem an die Software angepasst und nicht die Software an das Betriebssystem. Das ist leider nicht so geil. Das ist aber oft so, ne? Gerade bei solchen Geräten. Dieser Chromatographie oder in der Medizin oder sonst einfach irgendwo. Einfach darauf, dass wir Stoffe auftrennen wollen. Das Experiment wird gerne in Schulen gemacht und ist auch gar nicht so schwierig. Im Grunde genommen beruht es darauf, dass wir in ein Filterpapier ein Loch machen, mit einem Filzstift um dieses Loch malen und ein anderes Filterpapier reinstecken, auf dem Wasser ist. Dann wird dieser Filzstift in seine Grundfarben aufgetrennt. Im Grunde genommen wollen wir also nichts anderes machen, als eine Substanz in ihre einzelnen Stoffe auftrennen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir das Koffein analysieren. Genau das machen wir im Grunde genommen mit diesem HPLC-Verfahren. Also wir haben einen Stoff und modifizieren den so ein bisschen. Das machen wir, um diese Messung vorzubereiten, stellen wir verschiedene Lösungen her. Eine davon ist die Kalibrierlösung. In dieser Kalibrierlösung ist eine bestimmte Menge an Koffein enthalten, die wir auch wissen, und damit wissen wir auch die Konzentration davon. Dem Ganzen geben wir einen internen Standard dazu. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber ein interner Standard ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Stoff, der dem Stoff ähnlich ist, den wir analysieren wollen. Das wird gemacht, um Fehler zu verringern und Fehler vielleicht sogar ganz auszuschließen. Es wird nämlich angenommen, wenn sich die Konzentration dieses internen Standards während der Messung ändert, dann ändert sich auch die Konzentration unseres Stoffes, den wir überhaupt bestimmen wollen. Deswegen suchen wir einfach einen Stoff, der dem Koffein ähnlich ist, und bereiten diese Kalibrierlösung vor. Dann haben wir diese Kalibrierlösung nachgewiesen, von der wir etwa schätzen, dass sie einen ähnlichen Koffeingehalt hat wie das, was wir messen wollen, und geben dann unsere Lösung, die wir messen wollen, in dieses Gerät, die wir genauso wie diese Kalibrierlösung vorbereitet haben. Und das ist im Grunde genommen die Idee dahinter, und in diesem Gerät werden dann diese verschiedenen Lösungen in ihre einzelnen Stoffe aufgespalten und analysiert. Das wird ganz gerne noch mit anderen Verfahren gekoppelt, wie zum Beispiel Massenspektrometrie. Das funktioniert im Grunde genommen so, dass Moleküle zerkleinert werden und festgestellt wird, was darin ist. Also das ist ein schwieriges, komplexes Thema, aber die Idee dahinter ist eigentlich, wir trennen unseren Stoff auf und weisen unsere getrennten Stoffe nach. Ja, das war es im Grunde genommen schon. Ich hoffe, ihr habt Dinge über Koffein gelernt. Ich hoffe, ihr habt neue Dinge gelernt. Die Folien werde ich später auch noch hochladen. Ihr könnt mir sehr gerne Fragen stellen. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Alles klar. Vielen Dank soweit, Lea. Wir haben noch etwa 13 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Wenn ihr eine Frage an Lea habt, dann wendet euch doch an eins der beiden Mikrofone hier im Saal, links und rechts, und ihr könnt eure Fragen beantworten. Scheint, als hätte der Vortrag bereits alle Fragen beantwortet. Okay, wenn wir noch Zeit haben, was ist eure Lieblingsmatensorte? Ich will Glaubenskriege auslösen. Mal ganz kurz, also es gibt ja eigentlich nur zwei auf dem Kongress. Wer mag denn Flora Power lieber? Mal kurz Hand hoch. Okay, Clubmate. Puh, das ist relativ gleich. Ich würde sagen, ein leichter Übergang für Flora Power vielleicht. Ja. Wer mag eine andere Mate lieber? Ich sehe schon, wir müssen irgendwie an der Mate-Pluralität auf den Chaos-Veranstaltungen arbeiten. Ja, wir brauchen Ginger-Mate. Okay. Es scheint, wir haben noch eine Frage gefunden. Bitteschön. Es gibt immer das Gerücht, ich weiß, ich habe noch nie nachgeguckt, ob es stimmt, vielleicht weißt du es, dass man, wenn man irgendwie nur eine Woche oder so kein Koffein trinkt, also gar keins, dass man diese Toleranzgeschichten wieder auf Null hat, oder vielleicht waren es auch zwei Wochen, oder, aber eine relativ kurze Zeit. Weißt du was darüber? Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine relativ kurze Zeit ist, weil ja gerade auch dieser Entzug von Koffein meistens innerhalb von 2 Tagen durch ist. Also innerhalb von 2 Tagen gibt es dann zum Beispiel hoffentlich auch nicht mehr diese Kopfschmerzen. Also es kann natürlich in Einzelfällen auch noch länger dauern. Diese 2 Tage sind keine feste Zahl. Aber normalerweise ist es spätestens nach 9 Tagen durch. Also gehe ich zumindest auch mal davon aus, dass die Geschichte spätestens nach 9 Tagen durch ist mit dieser Toleranzbildung.
Boah, wieso war das so viel Schaden? Krass. War das der Helm? Hatte der Fire Protection oder irgend so einen Spaß drauf? Also ja, diese Entzugserscheinungen sind dann weg, aber die Frage wäre, du hast ja gesagt, es bilden sich dann noch mehr Nervenzellen und Synapsen, ob das jetzt wirklich nach ein paar Tagen weg kann, das sein? Also wahrscheinlich weiß das nicht, vielleicht weiß jemand anders, aber... Also von mir aus kann auch gerne jemand anders was dazu sagen, aber meine Idee ist es, also diese Synapsen bilden sich ja auch mehr oder weniger vergleichsweise schnell. Falls irgendjemand anders eine Idee dazu hat, könnt ihr auch gerne was dazu sagen. Nicht so aus, vielleicht gibt es dann auf dem nächsten Kongress einen Follow-up. Also, wie gesagt, ich bin nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn ihr irgendetwas findet, womit ihr mich über Koffein genauer informieren könnt, bitte her damit. Also ihr könnt mir auch sehr gerne Nachrichten über Koffein schreiben, wenn ihr das möchtet. Okay, dann sind, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Vielen Dank, Lea. Ich habe zu danken. Okay, Party People, das war Lea über Koffein auf der MediaCCC. Link zum Video ist natürlich wie immer in der Beschreibung, genauso wie die IP-Adresse von diesem Minecraft-Server hier. Das ist ein Vanilla-Minecraft-Server und hier könnt ihr machen, was ihr wollt, denn es gibt keine Regeln. Und gleich wird der Creeper hochgehen oder so. Sind es genug Steine? Reichen mir 6 Steine nicht wirklich, oder? 4... noch ein paar mehr. Soll ich noch ein paar mehr? Soll ich noch sterben am Ende der Folge? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Okay, ja, ich brauche kurz ein bisschen mehr Stein. Oder anders. Habe ich mir die Steine? Hm? Nur noch den Spaß damit. Dann stellen wir uns kurz safe. Flup. Okay. Ja, genau. Also, wie gesagt, alles, was ihr wissen wollt, befindet sich eigentlich immer in der Beschreibung. Und deswegen solltet ihr da unbedingt mal vorbeischauen. Und das war's dann für diese Episode der Dauerwerbesendung für Lasergurkenland. Tschüss.